Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Willkommen zurück zu Daywear. 1998, Freunde, ich musste leider googeln, wie die Lösung ist. Ich habe es nicht rausbekommen. Wir müssen an den anderen Containern die richtige Temperatur einstellen. Ja. Eigentlich einen ganz ganz komisches Rätsel. So. War's auch schon. Knackiges Rätsel. Nice. Gefällt mir. Was war das? Die Scheibe kaputt. Was bist du denn? Sollte das eine Art Tyrant sein? Komme ich hier rüber? Nee. Gut, dann schnappen wir uns mal. Pollux. Pollux Ampulle. Leave to Mission Control. PLX-731 sample secured. En route to second helipad for extraction. Do you copy? Good job, Agent. But I'm afraid I have some bad news. The objective of this operation has been updated. Agent Krycek and Wes have disappeared, and until they've been found, we can't allow you to leave the building. Your new objective is to complete the mission of the Epsilon team and download all the research data on your DID. Please confirm status update. Over. New objective confirmed. On my way. Over. Gib dich zur obersten Etage. Sure. I'm just a war dog after all. Okay, du musst nicht zurückgehen. Also kommen wir jetzt da lang. Okay. Ich sollte mir echt abgewöhnen, so spielen schnell zu latschen. Ah, jetzt ist die Tür hier auch auf. Boah, was? Was hat denn? Steht einer. Der ist ziemlich abgedackt, der Typ. Ein Inventar ist voll. Womit denn? Okay, ist versperrt. Walkman. Can anyone hear me? This is Agent Crane. An unidentified subject. Hostile. Protective hazmat clothing. He just shot at me. I think I heard him. Proceed with extreme caution. He is armed and deep. Crane, can you hear me? Crane!
Bleibst du liegen? Gut. Dann fahren wir mit dem Fahrstuhl. Piep. Welche Tür geht zuerst auf? Links oder rechts? Lass mal gucken. Dass noch gleich ein Zombie reinstirbt hier. Aber noch keine Möglichkeit gefunden irgendwie. Zum Speichern oder so. Hinterlege die Virusprobe. Oh nein, muss ich das jetzt echt machen? All systems down. Shit, I absolutely have to recover those samples somehow. Überreste von Agent West, wie es aussieht, wurde er von irgendeinem Arschloch niedergeschossen. Sandman, do you copy? I found West's body. Looks like he was shot to death. No sign of Krycek yet. Can you hear me? Can you hear me? Oh, God damn this cock-sucking storm! Okay. Kann ich mir das anhören? Okay. Ziemlich weird. Ah, hacken. Ja, easy. Psychotropfen. Okay, kann ich nicht kombinieren. Oh, hier liegt noch Munition. Ich muss jetzt gucken, ne? Wegen meinem Inventar. Wegen voll und so. Noch irgendwelche Dokumente oder so? Jetzt ist mein Inventar voll, okay. Eine Idee. Also heißt das, ich muss erst ein Magazin finden für die Waffe. Okay, ist eine ganz komische Formel. Irgendwer steht doch hier gleich auf, oder? Da ist doch. Pollux-Probe beschaffen, okay. Boah, was war das denn jetzt?
Warte mal. Wo ist der? Ach da! Hey Bruder! Der hat eine Mütze weggeschossen. Nice. Also finde ich cool eigentlich so, wenn man das dann klappt. Aber schon gut gemacht, dass die teilweise auch wieder aufstehen. Hallo? Warte mal, du stehst da bestimmt auf. Sag ich doch. Aktenzeichen HB 747. Verschlüsselte Datei, okay. Wieso sieht die Security von den Klamotten her genauso aus wie die von Hades? Gott. Aber man weiß nie, ob die stehen oder liegen bleiben. Okay. Abbild des griechischen Gottes Ares. Es heißt, dass seine Schönheit nur von seiner Gier nach Gewalt übertroffen würde. Ein Abbild des griechischen Gottes Hephaistos. Er war der Gott der Schmiedekunst und lebte in einem Vulkan. So ein bisschen God of War. Also ich glaube, hier spielt die griechische Mythologie eine große Rolle. Ein Abbild des griechischen Gottes Kronos. Er ist der Vater von Zeus und hat seine eigenen Kinder verschlungen, weil er fürchtete, dass sie ihm seine Macht entreißen würden. Ein Abbild des griechischen Gottes Apollo. Er ist der Gott des Lichtes und die Zukunft der Menschheit mit Kunst, Dichtung und Musik gesegnet. Abbild des griechischen Gottes Pollux. Er und sein Zwillingsbruder Castor bilden die Dioskoren. Er ist ein erfahrener Faustkämpfer und angeblich unsterblich. Aha. Also wurden Castor und Pollux auch nach griechischen Göttern benannt. The private office of the founder. From here I should be able to restore system passwords. Was ist denn jetzt los? Jetzt ist mein Inventar voll. Zugehört. Ab des griechischen Gottes Castor und sein Zwillingsbruder Pollux bilden die ein hervorragender Pferdebändiger und Beschützer erschöpfter Seeleute. Okay. Ein Abbild des griechischen Helden Jason mit dem goldenen Vlies. Die Legende nach konnte es jede Wunde heilen. Dr. Weirs Tagebuch 1. Teil 1. Castor und Pollux. Welche von der in Frage kommenden Namen könnten passender sein als diese beiden? Tatsächlich hätte der revolutionäre Durchbruch, den Pollux darstellt, nie ohne seinen Bruder Castor, der wahrscheinlich grausamsten chemischen Waffe aller Zeiten, stattfinden können. Im Grunde wussten wir gar nichts darüber, ehe die Bergung dieses japanischen U-Boots in den 70er Jahren vollzogen wurde. Bis dahin wussten wir nur, dass damit irreversible Schäden an Organismen verübt werden konnten. Schäden, die selbst Sarin in den Schatten stellten. Davon abgesehen ist dieses gesamte Programm jenes, das ohne Zweifel die Chronik über den Einsatz biochemischer Waffen unvermeidlich umschreiben und die Vereinigten Staaten höher auf das Podest des globalen Mächte verfrachten wird. Nicht einfach nur durch Zufall entstanden. Nein, nicht durch Zufall, sondern eher durch göttliche Intervention. Denn das Schiff
Denn das Schiff, dessen giftige Fracht niemals ihren Bestimmungsort und damit unsere Vorfahren erreichte, lief vor der Küste der Northwest Islands im Bundesstaat Washington auf Grund, wo es vergessen und jahrelang nicht bemerkt wurde. Es war gewissermaßen ein Glücksfall, dass eine bestimmte Quellenart, die auf den Inseln heimisch war, mit winzigen Dosen des Mittels. Ach Gott, ich. Sorry, ich kann da. Ich bin gerade nicht fähig zu lesen. Okay, wartet mal. Ja, das Rätsel muss ich auch googeln. Weil das findet man so nicht im Spiel. Wegen dem griechischen Alphabet, wegen den Zeichen und so. Erhelle die Dunkelheit und es wird kein Sturm mehr aufziehen, vor dem er dich retten kann. Wartet mal. Zeichen, warte. X. Ah. So schwer die Verletzung auch sein mag, sie wird seine Reise niemals beenden. Ich kenne mich mit dem griechischen Alphabet überhaupt nicht aus, ne? Die Argonauten mussten eine lange und beschwerliche Reise auf sich nehmen, um es in ihren Besitz zu bringen. Okay, wartet mal. Das ist ein bisschen länger. So, Moment. To mission control. If you can hear me, I've just restored the facility passcodes from the Matrix. I'm in the process of gathering the 731 samples and data off the server. Over. Eine lange Virusprobe. Okay. So, wartet mal. Ne, mein Status 100%, okay. So. Dokument. Ach, wieder eine verschlüsselte Datei. Ich verstehe nicht, wie die das Rätsel so schwer machen konnten. Wenn man da nicht so direkt drauf kommt. Ach komm, ich lass dich leben. Ach, warte. Ich muss dich doch töten, mein Freund. Kurva. Alter, der lebt ja immer noch. Oh, Junge. Das war's mir jetzt wert. Ganz ehrlich. Wieder eine verschlüsselte Datei.
Noch ein Überbrückungskabel. Dabei habe ich doch nichts mehr zum Hacken gefunden. Ach, wurde war. Was tue ich weg? Am besten so ein Überbrückungskabel. Aber liegt das noch hier? Ja, liegt noch hier. Falls ich es brauche, weiß ich, wo es liegt. Mission Control to Hades. Sandman here. Can anyone hear me? What is your status? Over. This is Liev. About time. What the hell happened? I've retrieved the 731 samples. Now I'm heading over to the server room to gather the search data. Over. Understood. We're having trouble with the comm system. To make matters worse, this storm isn't getting any less wild, and the loads are being pushed to the limit. I don't think it'll hold for much longer. Your new rendezvous point is the main entrance, so head there. Hurry up and grab the data so we can get the hell out of here. Watch your back. Open comms for 2236. Over. Okay. Gott, was prägelt denn das jetzt so? Hier was? Hey you, drop your gun and let me see your hands right now. Sorry. I thought you were one of those dead melted thingies that killed the others. Yeah, well, I ain't. And you almost got shot in the head, whoever you are. You know, I'm no threat to you. My name's John. John Fay. I work for Aegis in the information science department. Well, mostly in the server room. I've been hiding down there for hours since all hell broke loose. All communications are down, and I didn't think anyone would risk their lives to actually save us. What the hell happened to this place? I'm not sure exactly, but I don't think it was accidental. How do you mean? Well, I can access anything via the server. The security system, surveillance cameras, and naturally, the personnel files of all the Aegis employees. I've been trying to reconstruct exactly what went wrong. And actually, you'd be amazed at what somebody can achieve down here in just a few hours. Anyway, I think it's safe to say that one of our own stole some research and covered the whole up as an accident, obscuring all evidence of their damnable theft. Huh. You don't say. I'm gonna need that fancy ID card of yours to access the server. Well, why? Why do you want to access the server? I thought you were actually here to rescue us. Technically, those were your words, not mine. Sorry, bud. Orders are orders. But what about the others? All the survivors in the building. You're not gonna let us die here. Nah, you're right. I guess I can. I mean, especially you. Oh, what the heck. I'll lend a hand. Was? Hat ihr die gerade erschossen? Aus der Aegis-Forschungsanlage. Okay, auf geht's. Warning. Evacuation sequence activated. War gut, ein bisschen länger. Weil ist nämlich auch das Ende des ersten Kapitels. Soweit habe ich schon gespielt gehabt. Das machen wir jetzt noch.
wieder im Auto sehen. Oh Gott, die Türen sind verschlossen. Oh mein Gott. Agent Lee, the system's locked all doors in response to the decontamination in progress. We're gonna need a few minutes to override it remotely. Just hang in there. Nein, schon wieder drin. Alter! Was ist denn jetzt los? In der folgenden Anwendung ist ein Fehler aufgetreten. Geil, Leute. Bis gleich. So, Leute. Da bin ich wieder. Nachdem mir das Spiel gerade eben abgestürzt ist. Keine Ahnung warum. Aber ich weiß schon mal, was kommt. Agent Lee, the system's locked all doors in response to the decontamination in progress. We're gonna need a few minutes to override it remotely. Just hang in there. Weh, der stürzt mir jetzt noch mal ab. Das ist nicht das erste Mal. Der lebt ja lange. Was frisst der? Gott. Hau ab. Komm jetzt auch noch. Junge. Los, raus hier, raus hier, raus hier, raus, raus, raus. Moved admirably through the AG's lab. And with just a few bad moves, the game proceeded ahead. Unfortunately, I underestimated the fierce loyalties of those no-good Hexacorp players. It was the most incredible fight I ever saw. He just grabbed the guy, bit his ear off, and spit it on the map. How often does that happen? During a boxing match? Never. HQ here. We read your signal on beacon. You're less than 30 minutes from base. Acknowledge. This is Sandman Actual. Roger your last, HQ. Commencing final approach procedures to base. Any sign of the others? Over. Negative, Sandman Actual. Epsilon has gone out with their MIA. A special unit is being deployed to secure the site and evacuate survivors as soon as possible. Over and out. Should have waited after all. Not a chance. There's no way the carriers would have withstood that storm for a moment longer. Besides, I didn't come all this way to fail. Fail? Right, right, right. You know, for a second there, I forgot how you do things, Major. You sit there, all ladylike to keep that immaculate uniform or spick and span while real soldiers go into battle. Too bad it has to be at the expense of real men with bona fide families. Yeah, fucking crimson skulls, man. You're all the fucking same. I can see why you chose this boy to be your sidekick. You've both got a lot in common. For starters, just think about it. You're both cowardly little bitches that leave comrades to die. What did you just say to me? You better watch your fucking mouth. Knock it off, you two. Epsilon or no Epsilon, our orders stand. He's right. You squawk way too much. Listen carefully, Dylan, because I won't repeat this again. I know what it's like to lose somebody and not be able to do a goddamn thing about it. But you can't go on blaming yourself.
You made a judgment call on that plane. Otherwise, you'd both be dead. And I think he would have done the same in your position. Are we clear? If you say so, Major. It's just... every time I close my eyes, I can still see him. He's burning up and screaming for me to somehow help him. And I can't. I know, but sometimes you just gotta move forward. Let go and focus on the present moment. You cut through that storm with your fangs out. You got golden hands, kid. I'm impressed. And now that your scars are more or less healed, I'm sure you'll go back to flying solo any day now. Fuck me! Hey, Major. You looking to lose the payload now that we're so close to base? God damn it. Raven, take the controls. I'm gonna go check and make sure supports are secure. That storm really pushed them to the limit. Yes, sir. Fuck's sakes, kid. Your file says you're the real deal. Took an SR-91 from the Aurora program to hypersonic Mach 6. That's a hell of a lot more than most pilots can say. By all rights, you should be able to fly this toy with your eyes closed. You know, I pushed for you to join the Skulls, even after what happened at Dryden. Only place I want to see you falling is on the mat after our bouts. Okay, now focus and keep the spurt up in the sky. You got it, Major. I won't let you down. This is Sam Walker. I'm out at the game tower at Hunter's Pass. Come in, over. Keenside Police, Kenneth speaking. Go ahead, Sam. Oh, hey, Ken. I don't want to rain on your parade, but some chopper nearly took my head off not 5 minutes ago. Do you know anything about that? Over. Right. Sorry, Sam. Those big shots called in last night to schedule transport passing through the area. Night exercise or something. In and out. Real hush-hush. You should be safe to go back up there. I read you, Ken. Although next time, you know, I'd be mighty grateful for any notice. Over and out. Hey, baby, it's me. Sam? Sorry, I was out at the generator. You usually don't call this late. The generator. Oh, yeah. I remember to turn off the lights in the house. Otherwise, you'll have to refuel again before daybreak. I know. Sam, I'm not sure if I'll ever get used to living out in these woods. It's just so isolated. So, why'd you call, baby? Need help booking some rascally raccoons? Funny. You know, maybe. I'm still on duty. Listen, I was just on the radio with Kent, so I thought I'd chicken in on you. And... I feel bad about not being able to take you to the Cherry Blossom Feast. I know how much it means to you. It's just, well, you know how the night shift works. I know all too well. Ken, did something happen? No, nothing to worry about. I just had a near miss in the tower involving some bozo in a helicopter. And, hold on a second. Shit, I can't find my meds. I must have dropped him when that chopper went past. God only knows where they ended up. That's not good, Sam. You know you need those for... Don't start that again. I'm fine. I can manage it. I've been living with this for a long time now. Sam, you know what happened the last time you didn't take them? How could I forget?
with you constantly reminding me. Listen, I gotta go, baby, okay? Don't worry about a thing. It's just a few more hours. Go to bed and get some rest. I'll be home in the morning. I love you. I can manage it. I can manage it. Just like last time. Major! What's going on here? David! Help me, please! Don't move, Leave! Put the weapon down! No fucking way! Talk to me, sir! What the hell is going on? Alex! He broke a vial in my face! Enough chatter! Step away from him, right now! God damn you, Lee! Well, well. Who would have thought? Tonight's the night that you finally fail a mission. Lo and behold, the great Sandman. Isn't as great after all, is he? And who would have thought? Tonight's also the night when you die. You know, for what it's worth, I can honestly say, I had the real displeasure of serving under you, Major. Oh, and don't worry. I'll take care of these. Farewell. What? Son of a bitch! Ah, shit, didn't see that coming. So, ich werde die Folge hier jetzt beenden. Ist schon wieder viel zu viel, ist schon wieder zu lang. Ja, wie das Ganze weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, meine Lieben.